herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder soweit, 1. Februar, ein Monat ist rum. Ihr kriegt mal wieder ein kleines Monats-Update-Video. Und als allererstes vorab, warum im Auto? Ganz einfach, wir wollen ein bisschen Zeit sparen, flexibel sein. Und deswegen nehmen wir dieses Video einfach mal im Auto auf. Wir sind nämlich gerade auf dem Rückweg aus Holland. Dort habe ich ein Fahrzeug abgeholt, zu dem kann ich leider noch nicht mehr sagen, weil ich noch nicht genau weiß, was, wie, wo mit diesem Fahrzeug am Ende passiert. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, weil das wird auf jeden Fall geil. Ich auch. So, freue mich auch. Nico gefühlt noch umso mehr. Ist zur Sekunde erstmal egal, musste aber jetzt abgeholt werden. Deswegen haben wir das Fahrzeug erstmal. Ich weiß, es ist fies, das wir jetzt so sagen, aber ihr sollt ja auch wissen, warum wir im Auto unterwegs sind. Eigentlich wäre ich alleine gefahren, aber dann habe ich gestern gesagt, ey Nico, willst du nicht mitfahren? Dann können wir unterwegs gleich das Monats-Update-Video aufnehmen. Zu Zeiten von MacBook kann man das ja auch perfekt unterwegs verarbeiten. Ja. Und wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Weil, ganz ehrlich, der Transport des Fahrzeuges zu uns nach Langenhagen war mir persönlich, da bin ich bis heute hier und da immer noch mal ein Sparfuchs, war dann doch deutlich teurer, als wenn ich einfach mit meinem Bus, wo mittlerweile Kilometer wirklich egal sind, losfahre und wir halt dreiviertel Tag unterwegs sind und das Fahrzeug kurz nach Hannover bringen. Am Ende muss ich eh noch kurz eine Melle auf dem Rückweg anhalten, deswegen alles gut. So, als allererstes eine ganz schlechte Nachricht. Also was heißt eine ganz schlechte Nachricht? Das letzte Monats-Update-Video ist ja ausgefallen, weil ich das letzte Video im Dezember quasi vorgezogen habe als Monats-Update-Video für das Jahr. In dem Video habe ich euch um meine Hallensituation, erzählt. Was hat sich seitdem getan? Ich habe ja diese ganze Hallensituation in dem letzten Jahresvideo wirklich fair für beide Seiten umschrieben. Habe keinen Namen genannt, habe keinen Standort genannt und nix. In der Hoffnung, dass es vielleicht danach endlich mal ein bisschen Bewegung reinkommt, es vielleicht eine Lösung gibt und so weiter. Und die gibt es tatsächlich. Vor ein paar Tagen mache ich den Briefkasten auf, großer gelber Brief drin. Was heißt das? Räumungsklage beim Landgericht eingereicht. Direkt beim Landgericht, wusste ich auch nicht. Wenn zwei Gewerbliche sich streiten und der Streitwert, ich glaube, über 5000 Euro ist, dann geht es direkt zum Landgericht. Somit, vielen, vielen Dank, ihr jetzt sehen wir uns halt auf jeden Fall vor Gericht. Ja, wenn die Räumungsklage einmal eingereicht ist, dann wird die auch vollbracht und durchgezogen. Aber auf der anderen Seite ehrt es mich natürlich, dass ihr in den Kommentaren alle so hinter mir steht, alle gesagt habt, lass dich auf sowas nicht ein. Also erstens, lass dich nicht runterkriegen. Zweitens, lass dich nicht drauf ein. Bau dir endlich was Eigenes. Was für eine Kacknummer und so weiter. Das ist natürlich was, was man in dem Moment gerne hört. Was einen natürlich auch aufbaut. Egal, lange Rede. Ich wollte euch einfach nur sagen, ich trage diese Baustelle weiterhin mit mir um. Weil jetzt heißt es natürlich wieder Landgericht, Anwaltspflicht. Zu einem Anwalt gehen, mit dem Anwalt beschäftigen, eine Klageerwiderung verfassen. Ja, und so nimmt das Ganze dann seinen Lauf. Jetzt müssen wir einmal gucken, wo wir hier lang müssen. Ich glaube, wir sind schon falsch gefahren. Also das Einzige, was wirklich mittlerweile ein Negativpunkt an dem Bus hier ist, dieses VW-Navi aus 2013/14 kannst du komplett vergessen. Man fährt eh immer nach Handy-Navi. Und ja, hier muss es auf jeden Fall nochmal ein Upgrade reingeben. Ein Upgrade geben, welches neue moderne Navi ich in der Originaloptik hier reinmache, was aber alles kann. Ja, und einen fetten Subwoofer. Und einen fetten Subwoofer. Warte mal, jetzt muss ich einmal kurz leider mich konzentrieren, dass wir hier nicht komplett falsch fahren. Also Thema Halle geht weiter. Was heißt das für mich? Das heißt für mich, also dass das weitergeht, ist ja eh klar. Aber umso mehr merke ich, dass ich auch einfach leider keine Alternative habe. Ich war schon so weit und habe nach Storage XL, Storage24.de geguckt, einfach nur, dass ich ein Objekt finde, 100 Quadratmeter, zwei Hebebühne rein, dass ich die Projekte Abarth, Limo, Marius Golf in entsprechender Qualität zu Ende bringen kann. So, es gibt aber wirklich rein gar nichts. Alles, was es geben würde, heißt mindestens pro Strecke 20 Minuten Fahrzeit. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber ihr kennt meinen Alltag, ihr wisst wann, wie, wo ich schraube. Diese 20 Minuten pro Strecke
Das ist ehrlich gesagt fast die Zeit, die ich teilweise pro Tag zum Schrauben habe. Also mal 42 Minuten. Wenn ich davon jetzt wieder, also ich habe vielleicht anderthalb, zwei Stunden zum Schrauben. Wenn davon eine Dreiviertelstunde wieder fürs Fahren drauf geht, dann kommt noch der Punkt, dass ich natürlich in dem Moment in der Firma irgendwas vergessen habe. Irgendein Teil, Werkzeug, ein Paket, was angekommen ist und so weiter. Man fährt nochmal hin und her. Ich weiß einfach, dass ich da am Ende nichts schaffen werde. Das heißt, wenn sich nicht wirklich in unmittelbarer Nähe irgendeine Möglichkeit ergibt, ja, habe ich, was das angeht, echt ein Problem. Das ist auch der Grund, warum ich mich aktuell in relativ vielen anderen Werkstätten, ich sage jetzt mal vorsichtig, einmiete. Das Ganze basiert natürlich alles auf freundschaftlicher Basis. Ich bin einfach nur dankbar dafür, dass so Leute wie Florian oder wie Frank oder wie Max das zulassen, dass ich dort meine Projekte mit denen zusammenschraube. Ist natürlich am Ende immer eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Aber auch da ist es wieder so, wenn ich ganz ehrlich bin, was da an Fahrzeit verloren geht, wenn ich einfach die eigene Werkstatt hätte, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen jammern, aber es wäre für mich definitiv einfacher, es vor Ort zu haben, als was manchmal bequem aussieht, bei anderen Leuten zu schrauben. Auch da muss man hinfahren. Ich bin eine Person, die ist immer gastfreundlich. Das heißt, ich fange dann an, mich so drumherum zu kümmern, mich vielleicht teilweise auch mit deren Problemen zu befassen und so weiter. Deswegen, es muss einfach irgendwie, muss sich da was tun, damit wir mit den Projekten, gerade Limo, intensiv weiterkommen. So, jetzt haben wir gerade das letzte Video, was online war, war eine neue Art von Video, die wir einfach mal spontan gemacht haben. Meine Top 3 der Autos mit dem größten Tuning-Potenzial. Genau, meine Top 3 der Autos mit dem größten Tuning-Potenzial. Sorry, ich bin wirklich gerade ein bisschen abgelenkt, aber ich weiß, wenn wir uns hier jetzt gerade verfahren, ist das wirklich, dass wir hier wieder drei Umwege fahren. Müsst ihr nicht stressen, Alter, hier okay. Geil. Alter Manta, oder? Ein kleines Manta. Ultra geiles Format, hat mir sofort auf Anhieb Spaß gemacht, weil das sind die Autos und mein Wissen, was ich euch weitergeben kann. Der ein oder andere kommentiert natürlich in dem Moment wieder, ey, kann es sein, dass RS4 Limo, Marius Golf und der Lambo komplett hinten angeschoben wird, keine Priorität mehr auf dem Projekt und so weiter. Leute, das ist wirklich kompletter Quatsch, das wisst ihr ja auch selber. Also ich weiß nicht, ob solche Kommentare wirklich in dem Moment nur da sind, um mich zu ärgern, aber jeder von euch, der mich kennt, der weiß, ich lebe so für diese Projekte, dass ich ein Projekt niemals künstlich nach hinten in die Länge ziehen würde, damit ich mehr Content draus machen würde. Weil, denkt doch einfach in dem Moment mal auch nur normal nach. Für mich, das Beste, was passieren kann, wenn es jetzt rein um den Content-Gedanken geht, ist natürlich, dass das Auto fährt, wo jeder drauf wartet. Weil es ist ja nicht so, wie man bei den ganzen anderen Autos sieht, dass danach dieser Content zu Ende ist. Weil wenn diese Limo erstmal wieder fährt, geht es ja contentmäßig erst richtig los. Dann kommt Veranstaltung, Prüfstand, Testfahrten, vielleicht mal einen TV-Auftritt bei Grip, was wie wo auch immer. Aber das Problem ist halt einfach, dass aktuell einfach die Möglichkeiten fehlen, dieses Auto fertig zu machen oder diese Autos. Thema Marius mit dem Golf hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Vater geworden, Haus saniert und so weiter. Das muss man einfach auch respektieren. Ich weiß, ganz viele von euch respektieren das auch, fangen dann auch an, sofort diese Kommentare zu verteidigen. Aber ich denke mal, im Tiefsten ist das nur so diese Mentalität, einfach so ein bisschen zu sticheln. Man kennt es ja aus dem eigenen Freundeskreis auch so, dass hier und da mal so ein Spruch fällt, ey, Auto wird doch nie fertig. Da wird ein bisschen was auch mit dran sein, aber ich wollte euch einfach nur noch einmal sagen, dass ihr könnt euch sicher sein, wenn es nach mir gehen würde, hätte ich natürlich diese ganzen Autos am liebsten schon fertig. Es ist für mich auch nicht angenehm, das alles so zu verteilen, zu überlegen, im Ladenverkauf mit Tom auf dem Boden einen Auspuff zu bauen und so weiter. Also ja, wir geben auf jeden Fall weiter Gas, wir tun das, was uns möglich ist. Mit Sicherheit wäre es möglich, auf alles andere zu verzichten. Also an anderen Stellen 100% sein lassen, um an dem Auto 10% mehr zu schaffen. Das sehe ich aber definitiv nicht als die richtige Wahl. Genauso ein anderer Punkt ist, dass der eine oder andere es nicht mag, wenn wir auf dem Channel neue Videos ausprobieren. Das gleiche hatten wir damals schon bei der E46 Videoreihe, die auch vielen Leuten ein bisschen zu TV-lastig war. Da muss man aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe da lange drüber nachgedacht, wie ich euch das erkläre. Ich glaube, das ist so ein bisschen was, man muss das ja schon in gewisser Weise so sehen, dass diese YouTube-Filmerei ist ja schon auch ein Beruf für mich. So, und jeder von euch, der einem geregelten Beruf nachgeht, weiß ja auch,
oder kennt es, dass mit der Zeit man sich ja auch in seinem Beruf verändern will, verwirklichen will. Selbst wenn es nur ein neues Bild an der Wand in eurem Büro ist, ist das ja schon eine Veränderung. Und wir machen halt seit 3, 4, 5 Jahren diese intensiven Schraubervideos, wo es nur um Updates, ums schneller machen, um leichter machen, um krasser und so weiter geht. Deswegen ist das für uns natürlich auch mal eine coole Erfrischung, einfach was Neues zu machen für alle Beteiligten, sowohl für mich als auch für Nico und so weiter. Es ist einfach für uns auch einfach mal was ja, so ein bisschen wie so eine Selbstverwirklichung. Deswegen auch da bitte an diejenigen, die diese Veränderung sofort als negativ sehen. Ich denke, wir haben auch schon mehrfach bewiesen, das andere ist ja nicht weg. Das ist ja nur zusätzlich. Es gibt genauso die typischen alten Videos, 30, 60 Minuten lang, wo wir am Ende einfach nur einen Auspuff zusammengeschweißt haben. Das wird es ja immer geben. Nur zusätzlich, hier und da, kommt halt einfach mal was Neues, weil es uns einfach Spaß macht. So, ne? Das ist genauso wie, wenn wir halt mal auf dem Trackday filmen, dann liegt das einfach daran, dass wir einfach auf diesem Trackday Spaß haben. Der eine oder andere denkt, es wäre ein Lückenfüller, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Ist kompletter Quatsch. Also ich würde niemals ein Video bringen, wo ich nicht hinterstehe. Entweder gibt es ein Video, was ich cool finde, oder wie ihr in den letzten anderthalb Jahren festgestellt habt, seitdem ich diese Hallenproblematik habe, gibt es halt auch ab und an mal gar kein Video. Dann ist es so. Ist für mich auch nicht schlimm. So, ne? Wenn wir kein cooles Video haben, dann gibt es keins. Aber eine Sache ist Fakt, solche Videos wie meine Top 3, das sind definitiv keine Lückenfüller. So, jetzt aber genug gemeckert, wobei es ist eigentlich gar nicht gemeckert, sondern diese Monats-Updates-Videos sind ja dafür da, dass ihr auch mal meine Meinung, meine Stimmung etc. mitbekommt. Und in dem Fall war es so, den einen oder anderen Kommentar, den ich da gelesen habe, der ging wieder in so eine Richtung. Natürlich, das ist immer noch eine Minderheit. Ihr merkt auch, ich reagiere auf diese Kommentare viel und schreibe zurück, weil ich auch gerne diesen Austausch mag, weil es sind ja teilweise auch wirklich konstruktiv gute Kommentare. Es ist nicht so stumpfes Gehate, ey du Penner, mach endlich das Auto fertig. Wobei man auch dazu sagen muss, was viele nicht wissen, wenn der ein oder andere seinen Kommentar nicht sieht, YouTube selber sperrt schon mal viele Kommentare. Also die werden erst gar nicht angezeigt, zum Beispiel auch Links. Ich habe jegliche Links gesperrt, dass gar nicht erst irgendwelche Links reinkommt. Genauso sperrt YouTube selber auch Kommentare. Genauso passiert es auch öfter mal, wenn die Diskussion unter einem Kommentar zu groß wird, kann es passieren, dass YouTube diese ganze Diskussion rausnimmt. Das Einzige, was sie bis heute nicht hinkriegen, da schreibt ihr auch die ganze Zeit immer drüber, ist diese verkackten Scheißbots. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Ich weiß nicht, wie viele ich davon schon gelöscht und gebannt habe. Aber unter jedem Video die ersten 5 bis 10 Kommentare sind diese Bots. Hat YouTube einfach scheinbar keine Handhabe gegen. Weiß ich nicht. Ich finde, die müssten was einführen, dass man nur kommentieren kann, wenn man 10 Videos geguckt hat und 20 geliked hat. Oder eine Mindest-Watchtime von 1 Stunde auf dem Channel absolviert hat oder so. Ne? Irgendwie sowas, damit diese Bots einfach mal weg sind. In Summe, ich lasse mich von dieser heilen Situation nicht runterkriegen. Ich arbeite an der Lösung. Ich hoffe jeden Tag, ich stehe auf und ein Kumpel ruft mich an und sagt, ey Philipp, hier in dieser Hagen ist eine Halle frei geworden, du kannst einziehen. Das wäre mein Traum. Bis dahin machen wir natürlich weiter. Ich bin auch noch immer noch guter Dinge, dass die Fahrzeuge dieses Jahr fertig werden. Also was heißt guter Dinge? Die werden fertig und genau da machen wir jetzt nämlich weiter. Wie geht's weiter? Als erstes, RS4 Limo. Ich habe tatsächlich den ganzen Januar nur wieder Teile sortiert. Also Teile sortiert heißt, alles was ich dann wieder zur Messe festgestellt habe, was ich noch brauche. Zum Beispiel müssen wir Thema Auspuffhalterung nochmal angehen. Auf der Messe schon hing der Auspuff auf einmal tiefer. Also da muss doch, wir hatten bisher nur einen Halter angebracht, da müssen mindestens 2, wenn nicht 3 Auspuffhalter dran. Dann Thema Kabelbaum, da machen wir nämlich dieses Wochenende endlich weiter. Also mein Ziel ist es jetzt als nächstes, ich brauche dieses Erfolgserlebnis einmal jetzt, dass ich auf Knopf drücke und der Rechner einmal gestartet wird. So wirklich einmal so, ping, Display geht an, das Keyboard ist so ein bisschen beleuchtet und so. Ich könnte theoretisch auf Starten drücken und kann den Motor schon mal drehen lassen. Das ist mein nächstes Ziel. Darum wird es auch im nächsten Limo-Video gehen. Das gehen wir jetzt an. Der Kabelbaum ist ja schon so 50% fertig. Und jetzt machen wir die anderen 50%. Und dann wird es auch wirklich langsam gut. Thema Abarth wird das nächste sein. Krümmer bauen für den Turbolader. Da habe ich das Material bestellt.
weil Tom und ich haben uns entschieden, dass wir tatsächlich das gute Material nehmen. Es gibt bei Edelstahl immer eine 1.45 Legierung und es gibt eine 1.48 Legierung. Also nee, es gibt haufenweise Lackierung. Normalerweise nimmt man eine 1.45-41. Da ist aber das Problem, dass das eigentlich, also das ist eigentlich nur dauerwarmfest bis so 800-900 Grad. Jetzt fahre ich mit dem Auto aber 950.000 Grad. Das heißt, auf lange Sicht bin ich der Meinung, egal wie gut und perfekt wir den Krümmer bauen, wird er reißen. Krümmer reißen heißt für mich auf der Rennstrecke wieder Baustelle. So, deswegen habe ich gesagt, ich suche jetzt eine Firma, die in dem gleichen Material in 1.48, das ist ein warmfester Stahl, mir Rohr plus Bögen liefern kann. Und dann, mein lieber Tom, bauen wir dafür einen Krümmer. So richtig geil mit selbstgebautem Sammler. Also wir schneiden quasi bei ihm auf der Bandsäge den Sammler. Vier Rohre, schweißen das zusammen, positionieren den Lader da unten. Wenn der Krümmer ready ist, geht es weiter mit ein, zwei Upgrades im Bereich von Innenraum. Thema Sitzposition. Ihr seht das ja auch in den ganzen Videos. So richtig, richtig warm bin ich mit der Sitzposition noch nicht. Also das ist schon geil für einen Abarth. Aber ein bisschen geht er noch. Auch so ein Thema Gewicht. Das heißt Thema Sitzposition und Kabelbaum und Thema Radlagergehäuse, Antriebswellen. Das ist ja die Baustelle an dem Auto. Also was heißt Baustelle? Jetzt am Ende funktioniert es top. Aber ich hatte ja schon eine gebrochene Radnarbe. Das heißt, in meinem Kopf fährt immer das Szenario mit, dass vorne die Radlagergehäuse einfach überlastet sind. So, damit machen wir auf jeden Fall weiter, dass das Auto dann irgendwo realistisch im April rum wieder auf dem Prüfstand steht mit dem großen Lader. Dann wiederum mit dem großen Motor, da fahren wir noch einmal zu Subi und dann geht es mit diesem Fahrzeug dort weiter. Ja, RS4 Limo habe ich gerade erklärt, Kabelbaum, dann Prüfstand, welchen Prüfstand, weiß ich bis heute nicht, aber auf jeden Fall Prüfstand. E36 geht jetzt auch langsam weiter. Bei dem E36 finde ich es definitiv geil, dass ihr verstanden habt, dass das ein Leidenschaftsprojekt von Max und mir ist. Wir beide bauen einfach on point die gleichen Autos gerne. Nicht irgendwie so huschi huschi, fusch fusch, schnell schnell, sondern einfach, wenn ich heute oder morgen, einfach geil, einfach so. Also am liebsten würde Max eigentlich BMW 2.0 sein und einfach nur neue Autos bauen. Das ist eigentlich Max' Lieblingsaufgabe, weil der ist einfach brutal. Der hat wirklich schon wieder die ganzen Leitungen geschrubbt, den Tank geschrubbt und so weiter. Also da ist es so, da wollen wir einfach wieder ein schönes, geiles, perfektes Auto bauen. Da wird jeder von euch auf eure Kosten kommen, weil das Auto wird definitiv ein bisschen anders, das kann ich schon sagen. Das soll nicht dieses typische Philipp Kess Auto sein, das heißt Uni schwarz, nicht zu leer, nicht zu voll, ein bisschen Leistung und ein paar schicke Felgen, sondern das soll nicht schwarz werden und es soll einfach anders werden. So, also das wird auch gut und da bin ich wirklich dankbar für, dass ihr verstanden habt, dass das ein bisschen dauern wird, dass wir da wöchentlich, monatlich weitermachen, bis es halt einfach irgendwann ja, fertig ist. Genauso haben wir auf dem Schirm Marius Golf natürlich wieder zu reanimieren nach dem Motorschaden, weil der will natürlich gerne dieses Jahr nochmal das eine oder andere Event fahren, vielleicht zufälligerweise mit einem größeren Turbolader. Ihr kennt das ja, kaputt heißt immer gleich Upgrade. Da wird es auch weitergehen. Ob das allerdings im Februar ist, weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht ist es auch eher im März. So, aber irgendwann zum Saisonstart wollten wir auf jeden Fall da auch wieder einen freshen Motor drin haben. Ne? Sonst irgendwas vergessen? Nee, achso, ja, Barren. Barren, jetzt die Sperre drin. Da ist immer noch Thematik TÜV. Ist aktuell so ein bisschen das Problem, dass wir suchen noch die passenden Unterlagen, dass der TÜV-Prüfer diesen Motor passend in der Karosse einträgt. Ich habt ihr ja gesehen in den Videos, einen Toyota Aristo Motor und nicht einen Toyota Supra Motor. Jetzt kann man sagen, da ist vieles dran gleich oder es ist das gleiche. Fakt ist, es ist aber nicht das gleiche, weil es einfach ein Supra Motor und ein Aristo Motor ist. So, für den Supra Motor gibt es auch ganz viele Unterlagen, für den Aristo Motor gibt es nicht ganz so viele Unterlagen. Aber wir sind auch da weiter dran. Wir haben nach wie vor bei dem Auto das Ziel 100% Street Legal. Also sobald bei den Barren da wirklich alles Street Legal eingetragen ist, also Motor, werdet ihr das Auto auf jeden Fall vermehrt auf der Straße sehen, weil da wollen wir auf jeden Fall Meter mitmachen, da wollen wir an ein paar Veranstaltungen teilnehmen. Keine Ahnung, ich sehe mit dem Auto auch ehrlich gesagt irgendwie vielleicht so eine Art Rallye, weil es einfach so ein geiler Cruiser für vier Leute ist. Thema Sound, da muss natürlich auch, aktuell ist gar keine Anlage drin, weil wir haben das alte Zeug erstmal rausgeschmissen. Und da muss natürlich auch nochmal ein cooles Radio und ein bisschen Mucke rein.
das kommt auf jeden Fall irgendwann auch nochmal. Und vielleicht darf Ronda am Innenraum nochmal so ein bisschen Hand anlegen. Ne? Ja, was steht sonst so bevor im Februar? Leider nicht viel. Es ist Winter. Ich will erstmal meine Baustellen zu Hause in den Griff kriegen. Also zu Hause heißt Thema Halle und so. Das heißt, ich bin natürlich auch dankbar dafür, wenn wir nicht ganz so viel rumreisen. Aber ein letzter Punkt, was mir extrem Spaß gemacht hat, das habe ich noch gar nicht gesagt, ist, Alter, krank, wie ihr das Video gefeiert habt von dem Nationalen Automuseum, The Low Collection. Es war ja auch einfach krank da. Genau, also diese Sammlung ist einfach krank. Dann diese Zahl 1 Milliarde Euro im Titel, das ist einfach eine Zahl, wo man ja erstmal so die Nullen zählen muss. Natürlich kommt das gut an und weckt das Interesse, aber sonst so generell diese Museumsvorstellungen, das ist einfach das, was mir persönlich gerne Spaß macht. Ich bin nicht so der Typ, der unbedingt so Entertainment-TV machen muss, sondern ich habe eher mehr Spaß, durch ein Museum oder durch eine Firma zu laufen und meinem Gegenüber die passenden Gedanken mit Fragen rauszulocken, dass diese Person in dem, was sie machen, so richtig, richtig aufgehen und so richtig anfangen zu plaudern und man so diese ganzen Geschichten aus den Menschen rauskriegt. Halt. So, das heißt, jetzt Februar, März ist natürlich perfekte Jahreszeit für sowas. Da werden wir auf jeden Fall ansetzen und werden ein bisschen gucken, was für Museen können wir uns noch angucken, welche Klassikabteilungen von großen Herstellern können wir uns angucken. Wir wollten auf jeden Fall zu Audi Tradition nochmal uns dort mal so die ganzen Rennwagen, die da so sind, angucken. Oh, boah, das sind wirklich viele. Das Gleiche, wir wollten unbedingt mal zu Porsche in die Heiligen Hallen, Mercedes Museum, Opel Museum, Opel Klassik, nachdem wir jetzt in Oschersleben waren. Steht auch noch aus. Also das sind so typische Sachen, die wir jetzt im Februar, März machen, weil ab April Wetter ist wieder gut, Trackdays, unterwegs sein, fahren und so weiter. Da passt es sich natürlich besser, dass wir diese Museumsbesuche jetzt zu der kalten Jahreszeit machen. Ja, so, alles im Allen. Ich bin aber super happy, alles gut. Jeden Tag, wenn ich bei uns in den Ladenverkauf komme und die Limo da auf Rädern in der Tiefe, in der Breite, in dem Glanz sehe, muss ich einfach nur schmunzeln und grinseln, weil das zeigt mir dann doch immer wieder, dass es jede Sekunde wert war. Es ist für mich ist es auch in dem Moment schon wieder ein ganzes Auto, weil du machst die Tür auf und denkst, es ist ein ganzes Auto. Das heißt, das ist schon wirklich immer wieder geil. So, wir fahren jetzt nach Hause. Wir gehen die Worte aus. Ich denke, ich habe genug erzählt. Spätestens in einem Monat wieder zum Monatsupdate oder bis dahin viel Spaß beim Gucken. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.